EA Games Challenge Everything. Hi, ich bin Tim Busfahrer und ich spiele den aggressiven Alt-F4-Mann in dieser Review. Eine Review von Need for Speed zu machen hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Doch im echten Straßenverkehr gilt immer: anschnallen, vorsichtig fahren und Finger weg von schlechten Spielen. Rico Rodriguez. Okay, ich kürze es hier mal ab. Die Need for Speed-Serie befindet sich nun schon seit einer halben Ewigkeit in einem Stadium, irgendwo zwischen Identitätskrise und Wachkoma. Die letzten Spiele kamen so schlecht an, dass man es 2015 mit einem Reboot versuchte. Das kam trotz der deutlichen Anlehnung an die Underground-Spiele so schlecht an, dass man es 2 Jahre später nochmal versuchte. Mit Payback. Als der erste Trailer gezeigt wurde, sah es aus wie etwas, was niemals jemand haben wollte. Weil die letzten Need for Speed-Teile, die sich auf eine Story konzentrierten, auch so gut ankamen. Dann wurde aber noch mehr gezeigt. Eine große Open World. Tuning. Normale Straßenwagen, Luxusautos, Offroad-Vehikel? Rennen, Polizei, geskriptete Missionen, Online-Funktionen, Offline-Funktionen? Anstatt dass sich Payback nur auf einen einzigen Aspekt konzentrierte, wie ich anfangs dachte, wollte man plötzlich alles bieten. Und davon ganz viel. Könnte das Spiel also doch gut werden? Was müsste passieren, damit dieses Spiel... Oh, es ist von Ghost Games. Dem Entwickler, welcher für solche Meisterwerke verantwortlich ist wie Need for Speed Rivals mit seinem 30 FPS-Log und dem durch die Map fallen. Und Need for Speed 2015 mit seinem inakzeptablen Online-Zwang und dem durch die Map fallen. Boah, Tim, du warst echt fies zu diesen Spielen. Die haben sehr viel zu bieten, aber du bist immer nur am Rumhassen. Diese Spiele sind bestimmt sehr... Ja. Es ist auch sehr schön mit anzusehen, wie EA sonst jedes Studio einfach so schließt, aber Ghost Games nun zum dritten Mal hintereinander ihr fulminantes Fahrgefühl-Fiasko gegen die Wand brettern durften. Denn Payback ist erwartungsgemäß nicht einfach nur unbeliebt. Es ist laut Metascore sogar das von der Fachpresse am schlechtesten bewertetste Need for Speed aller Zeiten. In über 20 Jahren hat es also kein anderer Hauptteil dieser Serie geschafft, schlechter anzukommen als Payback. Wie ist das möglich? Den Online-Zwang haben sie ja schon entfernt und sie geben ebenfalls damit an, eine Pausetaste zu haben. Ja. Endlich kann ich mein Kind ins Krankenhaus fahren, ohne das Spiel beenden zu müssen. Es scheint also so, als wäre theoretisch alles da gewesen, um aus Payback vielleicht kein gutes, aber zumindest ein solides Rennspiel zu machen und damit die beiden Vorgänger locker zu übertreffen. Stattdessen wollte man aber scheinbar jeden Fan, der der Reihe noch eine Chance gibt, mächtig ins Gesicht schlagen. Sehr hart, sehr oft, aber immer genau gleich und sehr halbherzig dabei, ohne dass man sein Geld jemals zurückbekommen kann. Das hier ist nun die autobiografische Selbstzerlegung von Ghost Games mit dem Namen Need for Speed Payback. Aber Achtung, dieses Video enthält massive Spoiler. Da, seht ihr? Den Witz hat sicher noch nie jemand gemacht. Das Spiel beginnt, nach einer langen Ladezeit, gefolgt von noch einer anderen Ladezeit, mit einem angenehmen Tutorial-Rennen, welches uns nebenbei die Hauptcharaktere vorstellt. Diesmal sind es zum Glück keine Full-Motion-Volltrottel mehr, die ständig dieselbe Powerplörre in die Kamera halten müssen. Nein, der Sponsor von diesem Spiel ist diesmal Coke Zero. Produktplatzierung für ein Getränk. Zum Glück würde ich sowas niemals machen. Der Plan unserer Crew ist es nun, dieses überteuerte royale Frühstücksei hier zu stehlen. Und wie stellen wir sowas an? Wir nehmen an einem organisierten Rennen teil. Wow, was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Und springen dann mit Hilfe eines Trucks in Slow Motion über die Barriere und all die Zuschauer. Boah, ist das cool! Soll man sich jetzt denken, wenn man die Augen zu hat. Denn in Wahrheit sind wir über gar nichts gesprungen. Da waren keine Zuschauer, beziehungsweise doch, aber die sind erst 2 Frames zu spät in die Filmsequenz geploppt und guckten danach allesamt in die falsche Richtung. Dann waren da keine Zuschauer mehr. Ohne den Truck wäre ich hier voll nicht vorbeigekommen.
Haben wir also diesen irre wichtigen Sprung hinter uns gebracht, ist auch schon die Polizei hinter uns her. Der Wagen ist extrem wertvoll. Das ist der... In der Tat. An alle Verfolgungseinheiten. Also nichts wie weg hier, doch oh shit, da ploppen die Autos weg. Das ist das internationale Symbol dafür, mir die Kontrolle zu entreißen. Oh nein, hoffentlich entkomme ich aus dieser Formation, die niemals so im Gameplay stattfinden würde. Welch Überraschung. Fahrzeugwechsel. Und diese fiesen Polizisten haben die bodenlose Frechheit, einfach in meiner Nähe zu parken. Ha, was macht ihr jetzt? Slow-Motion-Takedown-Kameras, die dir zeigen, wie cool du etwas gecrashed hast, sind übrigens auch nur in Spielen effektiv, in denen das Crashen auch cool aussieht. Nicht so wie das da. Ich hab nicht mal was gemacht. Oder das da. Alles okay? Ja, ich weiß. Autohersteller sind kein Fan davon, wenn ihre Fahrzeuge in Spielen zerstört werden. Außer wenn sie es halt doch mal erlauben. Was ist nochmal die Ausrede? Hat andere Need for Speed-Teile ja auch nicht gestört. Autohersteller sind übrigens auch kein Fan davon, durch schlechte Spiele repräsentiert zu werden. Aber darauf nimmt man ja auch keine Rücksicht. Dafür finde ich die Idee, während einer Mission verschiedene Fahrzeuge zu steuern, um das Ganze etwas interessanter zu machen, ziemlich gut. Hey, ich finde ja doch nicht ausnahmslos alles schlecht. Bei diesem Spiel aber zumindest das meiste. Jedenfalls konnten wir dem passiven Arm des Gesetzes entkommen und unseren Treffpunkt erreichen. Doch, oh nein, da liegt ein Kumpel von uns. Es ist eine Falle. Wir steigen wie zu erwarten aus. Uns wird der Wagen von Aisha Tyler geklaut, die 5 Minuten vorher noch so tat, als sei sie auf unserer Seite. Und nun ist der Wagen weg. Uns ereilt sofort Hilfe. Mac, ein weiteres Mitglied unserer Crew. Er hätte sich zwar auch um den Wagen kümmern können, aber darüber denken wir gar nicht erst nach. Und so schnell seine Hilfe auch kam, so schnell ist er auch wieder fort. Gut, dass er den Verwundeten so schnell wie möglich wegteleportiert hat. Nun sitzen wir ziemlich in der Tinte. Allerdings machte uns der Typ, den wir den Wagen am Anfang überhaupt erst geklaut haben, das Angebot unseres Lebens. Entweder wir wandern in den Knast, oder wir fangen an, für ihn zu arbeiten. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Na, dann gehe ich lieber in den Knast. Steig ein. Ich will dir was zeigen. Yeah. 6 Monate später. Warte, was? Ist in der ganzen Zeit nichts Interessantes passiert, oder wie? Also, jetzt arbeiten wir erstmal ein paar fillermäßige Filler-Missionen ab und fahren erst ein teures Auto zu unserem Boss und fahren anschließend aus derselben Tiefgarage beinahe dieselbe Strecke erneut ab, um nach Hause zu kommen. Mit einem Zeitlimit aus irgendwelchen Gründen. Höchstwahrscheinlich, weil die Suppe gleich kalt wird. Ich mag es irgendwie, wie unsere super heruntergekommene Rostlaube über eine Nitro-Einspritzung verfügt. Aber Tyler besitzt nur ein einziges Oberteil. Prioritäten! Denn es wäre kein Spiel auf der Battlefield Engine ohne eine überflüssige Hauszerstörung. Mit Partikeleffekten aus Battlefront. Kein Wunder bei diesem EA Engine Inzest. Da kann man ja auch gleich diese ulkige Couch aus Battlefield Hardline wiederverwenden. Oh. Hui! Um eine lange, aber simple Geschichte kurz zu halten, die Frau, die uns vor einem halben Jahr den geklauten Wagen geklaut hat, und ihre Männer wollen immer noch Stress. Deutlichen Stress. Kümmert euch um diese hinterhältige Made. Und wir wollen Rache. Und ein besseres Auto. Also trommelt unser obdachloser Penner seine alte Truppe wieder zusammen, um den Plan in die Tat umzusetzen.
Ich bin dabei. Die Keiner ist geiler als Tyler Crew. Du brauchst eine Crew. Mann, hier ist mal ein cooles, aber eigentlich gar nicht so cooles Feature. Ein Team hat viele verschiedene Fußgänger modelliert, texturiert, gerigged und animiert. Aber der Typ, der sie in der Welt platzieren sollte, wollte wohl früher Feierabend machen und hat's verkackt. Tyler, mach schon. Szenenwechsel zu unserem alten Kumpel Mac. Auch er wechselt nie seine Kleidung, aber das ist ihm verziehen, weil er nun vor dem schwersten Moment der ganzen Need for Speed-Reihe steht. Diesen Charakter hier überleben. Tiger Selfie! Nein, los, nein, jetzt. Mann, kein Tiger Selfie. Komm, fettes Roar! Roar! Episch! Uff. Für alle Leute, die von Tunerz haben's drauf und der Hashtag Underground Drift Riot nicht genug haben konnten, kommt hier nun King Cringe. Denn so reden auch Menschen. Wir sind EA, wir sind hip mit der Jugend. O-M-D-L-O-L K-O-T-Z. Szenenwechsel zu unserem dritten Crewmitglied, Jess. Mir egal. Ein Hoch auf EA Hausen, wo jede Person einen einsilbigen Spitznamen hat. Dann müssen wir uns noch neue Fahrzeuge kaufen und sie auch mal ausprobieren. Obwohl ich den gar nicht brauche, weil man so oder so einen viel besseren Standardwagen hat. Irgendwo muss er ja jetzt schlafen. Und nachdem wir nun endlich eine extrem simple Handlung viel zu kompliziert etabliert haben, dürfen wir nun nach über 1,5 Stunden Prolog mit viel Leerlauf endlich die Open World von diesem Open-World-Rennspiel betreten. Was ein netter 20-Minuten-Einstieg sein könnte, wird aufs Unermessliche gestreckt. Was total kompliziert mit viel zu vielen Figuren auf einmal erzählt wird, passt in einen 4-Panel-Comic. Und falls ihr jetzt denkt, Tim, also dieser Anfang ist ja schon ziemlich lang, oder? Ja, und da musste ich auch durch. Gibt dir natürlich auch direkt von Anfang an einen Vorgeschmack auf das, was dich noch erwarten wird in Fortune Valley. Ein Spielerparadies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Lootboxen. Ein wüster Ort zum Verwüsten, welcher lose auf Las Vegas basiert und die wohl so ziemlich größte Spielwelt darstellt, die Need for Speed jemals hatte. Beim Blick auf die Karte wüsste ich aber auch schon wieso. Und dass ein Spiel mit Lootboxen in Fake Las Vegas handelt, ist sicherlich auch kein Zufall, oder? Ab jetzt geht es darum, bei verschiedenen Rennligen teilzunehmen und sich in 5 verschiedenen Kategorien einen Namen zu machen. Lake 73, eine Offroad-Crew, angeführt von einem Bastard namens Udo. Es gibt normale Rennen, Driften, Drag Racing, Offroad und Verfolgung. Da das Fahrverhalten in Payback sich nun weit nachvollziehbarer anfühlt als noch diese 7-Tonnen-Wagen des Vorgängers, sind die Rennen ganz gut und Drift macht diesmal sogar Spaß. Man ist mit dem Handling zwar immer noch ein Stückchen vom Sweet Spot entfernt, aber das ist schon ganz in Ordnung so. Das Autofahren nervt zumindest in diesem Spiel nicht mehr und das ist beim Rennspiel schon ein ziemlich großer Vorteil. Die Offroad-Rennen sind so ziemlich die größte Neuerung von diesem Spiel. Zwar gab es schon in der Vergangenheit kleinere Offroad-Elemente, doch standen diese niemals wirklich im Fokus. Auch wenn ich sagen muss, ja, du fährst durch den Dreck. Das Fahrverhalten ist etwas anders. Nämlich schlechter. Die Strecken sind etwas weitläufiger und die Kamera wackelt so sehr, dass ich fast Kopfschmerzen bekommen habe. Aber erstaunlicherweise fügt das Ganze dem Spiel weit weniger hinzu, als ich anfangs dachte. Eine nette Abwechslung, aber ich fahre lieber auf der Straße. Jede der Kategorien kommt dabei mit seinen ganz eigenen Fahrzeugen. Ich meine, das ergibt Sinn. Ein Straßenwagen eignet sich natürlich eher schlecht für Offroad. Doch so logisch denkt man bei Ghost Games nun auch wieder nicht. Die Auswahl an Fahrzeugen zwischen den Eventklassen überschneidet sich nicht nur, sie sind später sogar beinahe identisch. Dann ist es natürlich trotzdem sehr sinnvoll, jeder Fahrzeugklasse seinen eigenen Shop zu geben und über die ganze Map zu verstreuen. Nein, unsere Welt ist überhaupt nicht leer! Die Autos, die laut der Ingame-Statistik hier am besten für eine Kategorie geeignet sind, eignen sich dann auch zufällig meist am besten für alle anderen Events. Das sorgt dann für ein paar super unpassende Bilder, bei denen mein Porsche Panamera von Haus aus der beste Offroad-Wagen überhaupt ist. Aber nicht der Offroad-Wagen hier. Der hier ist eher schlecht im Offroad. Und der ist gut.
Und extrem teure Luxusautos sind natürlich viel bessere Drifter als die Wagen, die in echt dafür benutzt werden. Okay, Need for Speed ist jetzt keine Rennsimulation. Also jetzt im Moment nicht. Aber macht das nicht das gesamte Konzept dieser Fahrzeugklassen überflüssig? Nach dieser Logik könnte man dann auch einfach für jedes Event denselben Wagen nutzen, oder? Nö. Jede Kategorie hat seine eigenen Autos. Kauf dir dieselbe Karre gefälligst zweimal, wenn du damit in Rennen schnell fahren willst und in Dragrennen schnell fahren willst. Das ist ökonomisch. Und hey, wenn wir schon bei Dragrennen sind, erinnert ihr euch noch, wie das in Need for Speed Underground 1 und 2 ablief? Die waren jetzt nie so mein Favorit, hatten dafür aber interessante Hindernisse auf den Strecken und setzten schnelle Reflexe voraus. Habe ich die Erinnerung wieder in eure Köpfe gepflanzt? Gut! Denn davon siehst du absolut nichts in Payback. Er grindet dir einen guten Wagen und das war's. Schalten ist kinderleicht und ein freundlicher Rums in die Seite macht den Sieg nicht gerade schwerer. Wie gefällt dir das? Und nichts macht ein dummes und langgezogenes Event spannender als Ladezeiten nach jeder einzelnen Runde, obwohl man sich immer noch auf derselben Strecke befindet. Doch wieso erkläre ich das überhaupt? Die Dragrennen sind Drecksrennen und mit Abstand das schlechteste Event in diesem Spiel. Friss meinen Staub. Ich friss meinen eigenen Staub. Außerdem ist das Ganze auch erstaunlich schlecht balanciert worden. Für jede Eventkategorie hast du von Anfang an einen Startwagen, der gut genug ist, um die ersten paar Rennen zu schaffen. Teilweise sind die sogar so gut, dass ich sie bis zum Ende des Spiels nutzen konnte. Nur bei den Dragrennen ist der Startwagen so schlecht, dass du das erste Rennen damit kaum schaffen kannst. Fast so, als hätte man das Spiel nicht getestet. Ich hab's geschafft. Welch ein spannendes und faires Drag Racing. Was sagt ihr jetzt? Ist scheiße. Das sag ich. Wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei und wer auch immer noch so hinter mir her ist, gibt es natürlich auch wieder. Wenn auch nicht mehr in der Open World, sondern nur noch an bestimmten Momenten während einer Mission. Das sorgte von Anfang an für viel Kritik von Fans, denen ich aber nicht so wirklich zustimmen kann. Ich persönlich bin zum Beispiel kein Fan davon, einfach die Welt genießen zu wollen oder zum nächsten Rennen zu fahren. Und plötzlich kleben mir die Bullen für 10 Minuten am Auspuff. Aber das ist wohl Geschmackssache. Kritisieren wir doch viel lieber, dass die Verfolgungen, egal wo sie stattfinden, ein Witz sind. Autos ploppen hinter dir auf, wenn das Event beginnt. Denkst du, du kannst die Cops abschütteln? Sie sind nur selten ein wirkliches Hindernis. Und am besten wissen sie noch, wie man sich selbst ausschaltet. Musstest du in der Vergangenheit noch eine clevere Route zum Fliehen finden oder dich verstecken, ist es hier jedes Mal ein unspannendes Rennen gegen die Zeit, bei dem die Verfolger wegploppen, sobald du die Ziellinie erreichst. Zielperson hält an. Tschüss, Arschlöcher. Ja, ich bin hier gerade voll losgeworden. Die beste Streife aller Zeiten. Das passiert wirklich jedes Mal und es ist für mich immer der spaßigste Teil an diesen langweiligen Events. Man sieht sich, ihr Penner. Ein Penner. Da sollte man die Verschwendung von Steuergeldern in dieser Stadt lieber mal dafür nutzen, den Tunnel nach Silent Hill zuzuschütten. Ich hasse EA Food. Dort schmeckt's immer unfertig und seit Jahren nicht mehr gut. Ich gehe in den Laden gegenüber. EA Food. Dann doch lieber zu Los Tacos Loco. Los. Nach jedem Sieg kannst du dir dann eine sogenannte Speedcard auswählen. Dabei handelt es sich nicht um eine coole Belohnung oder sowas, sondern um ein Leistungsupgrade. Denn anstatt das Leistungstuning so wie in jedem anderen Spiel zu machen, hat Ghost Games besondere Bedürfnisse und macht daraus ein Glücksspiel. Hier ein Beispiel. Ich habe gerade diesen neuen Wagen bekommen und will ihn ordentlich aufbessern. Wow, ich habe Bremsen bekommen. Das ist hilfreich, weil ich nun endlich keinen Anker mehr auswerfen muss. Dass mich aber ein Motortuning mehr interessiert hätte, ist Payback egal. Fahre ich also zum Tuning-Shop, der zufällig gerade Trading-Cards verkauft, und es ist nichts Ordentliches dabei. Denn auch hier verkauft man Kram nach Zufall.
Also warte ich vor der Tür, bis der Laden endlich etwas Gutes anzubieten hat. In 10 Minuten. Ist das wirklich das, was du deiner Freizeit machen möchtest? Ich will nicht sagen, dass Speedcards vom Prinzip her eine schlechte Idee sind oder sowas. Aber ich will sagen, dass sie vom Prinzip her Müll sind. Der motivierendste Aspekt des Leistungstunings in Need for Speed war für viele immer die Bindung, die du zu deinem Fahrzeug aufbaust. Anstatt für jedes leicht schwierigere Rennen gleich ein neues Auto zu nutzen, wuchs deine Kackkarre mit dir bis zur Monstermaschine. Payback nimmt ein nettes, motivierendes Element, welches Fans gerne mögen, und verstümmelt es so, dass es sich am Ende anfühlt wie eine Runde Need for Farmville. Und nicht vergessen, 5 Fahrzeugklassen. Das heißt, das Ganze hier gilt mindestens mal 5. Sonderlich motiviert, mich um das Aussehen von mindestens 5 Autos gleichzeitig zu kümmern, war ich also nicht. Hübsche Rallye-Streifen. Außer bei dem hier. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum ist das alles so? Haben wir etwa die Genialität hinter dieser Designentscheidung nicht verstehen können? Ja, klar. Nein, es läuft nur so ab, weil man dich dazu motivieren möchte, echtes Geld in Lootboxen zu investieren und damit Grinding zu vermeiden. Hier, gib einfach mal 2,24 € aus, um Speedpoints zu bekommen und dir davon allen möglichen Unfug zu kaufen. Speedpoints. Speedpoints. Weil Payback-Punkte schon vergeben war, oder was? Oder du kaufst dir für weniger Geld gleich ein besseres Spiel. Grinding an sich muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Doch hier ist es eindeutig, dass man deine Spielerfahrung nur nerviger und schlechter machen wollte, um Echtgeldkäufe attraktiver zu machen. Und das ist absolut widerlich und sollte von niemandem jemals unterstützt oder gar akzeptiert werden. Punkt. So fährst du also 5 oder 6 normale Rennen ab. Das machst du dann in allen verfügbaren Kategorien und anschließend gibt es eine Story-Mission zu spielen. Das ist im Grunde die Spielstruktur. Und so fährst du ständig durch diese riesige, nicht enden wollende Wüste. Lange, langweilige Landstraßen, auf denen weder die Rennen noch die Reise spannend ist, einige Steine um dich herum und Sandpunkt-PNG, soweit das Auge reicht. Vollkommen ohne erkennbare Landmarks oder irgendetwas anderes, was diese Welt interessant halten könnte. Wow! Grau! Das Lüttewaldgebiet ist sehr unspektakulär, weil auch hier nichts ist. Und selbst die etwas klein geratene Casino-Metropole, bei der die Nacht zum Tag wird, ist bei Tag und bei Nacht zum Einnicken. Ich will hier mal ganz ehrlich sein, auch wenn das ein bisschen fies ist. Das 13 Jahre alte Underground 2 bietet eine ansprechendere und imposantere Casino-Gegend als das Spiel, welches komplett nur auf Casinos aufbaut. Ich bin jetzt nicht mal jemand von diesen Leuten, die Underground so als das Beste überhaupt sehen. Aber im direkten Vergleich ist das doch schon ein wenig peinlich. Das simple und super praktische Schnellreisesystem vom Vorgänger wurde gegen etwas umständlicheres, ineffizienteres ersetzt und kostet nun auch noch Ingame-Geld. Jetzt nicht viel, aber wieso dann überhaupt? Nimmt mein Auto ein Taxi oder was ist hier die Logik? Unterm Strich bist du in Payback eigentlich mehr als die Hälfte der Spielzeit damit beschäftigt, etwas anderes zu tun, als das, wofür du dir überhaupt ein Rennspiel gekauft hast. Oh, dein Wagen ist mal zu schlecht? Na dann grinde doch oder fahr über die gesamte Map, um ein anderes Event zu machen. Weil das bei diesen Strecken auch so spannend ist. Hey, ich bin Tyler, guck mal mein neuer Zaubertrick, ich nehme den Chip in die andere Hand. Tada, er ist weg. Ich bin Tyler. Unter diesen Umständen mal soeben 24 bis 30 Events oder so abzuarbeiten, damit die Handlung nur minimal voranfloppt, ist kein Spaß, sondern Belastung pur. Und dann fängt plötzlich jede Kleinigkeit an zu nerven. Du musst ein paar Dinge für mich abholen. Beispielsweise, wenn dich ein Typ von der Strecke rammt, du dadurch einen Checkpoint verpasst und du das Rennen nun eigentlich auch gleich neu starten könntest.
Du erwartest, dass sich das Spiel in so einem Fall zurücksetzen würde? Pff, nö, da müsste man sich ja Mühe geben. Lieber wartet man darauf, bis du dich selbst retten willst, nur um dich dann falsch zurückzusetzen. Sehr nett. Du stupst eine Wand an, aber kannst problemlos weiterfahren. Respawn! Aber das hier... ist okay. Und das hier. Ebenso. Alles klar. Nach mehreren Wiederholungen vom selben Rennen wollte ich einfach nicht mehr die nervigen Dialoge von irgendwelchen Streamern, gegen die ich fahren muss, anhören. Hier ist Supernova, live von der Rennstrecke. Wie bitte? Du machst einen Livestream? Dieser förmliche Zwang von den Entwicklern, dass gleich drei Parteien in diesem Spiel nur auf LOL Internet Buzzwords reduziert wurden, ist schon ein bisschen auf Aikali-Niveau. Wir erwarten ein langsamer Start von Nobody. Mal sehen, ob er sein Feuerstein-Mobil überhaupt ins Rollen bekommt. Ist bestimmt ein toller Livestream. Wieso musste man damit diesen hauchdünnen Plot strecken? Im Grunde geht es nur darum, dass Tyler und seine tollkühne Crew das Haus stürzen wollen. Was ist das Haus? Sie kontrollieren alles und jeden. Die Polizei, alle Rennen, einfach alles. Zumindest in dieser Stadt, außerhalb davon wahrscheinlich nicht. Deshalb wollen wir nun der Frau vom Anfang, die uns den Wagen geklaut hat, aber auch dem geheimnisvollen Anführer entgegentreten. Der Collector. Man sieht nie sein Gesicht und hört immer nur seine Stimme. Ich stehe nicht allein, Natalia. Das Haus will einen Kampf, den kann es haben. Du hast keine Ahnung, was du dir gerade eingebrockt hast. Und dann gewinnt man ein Turnier und das Haus wurde gestürzt. Das ist alles. Yeah. Jetzt brauchen Rennspiele nicht die beste Handlung oder sowas. Aber wieso verschwendet man dann seine Ressourcen mit all diesen Zwischensequenzen und tut so, als sei man ein Blockbuster? Oh nein, ein Helikopter. Wieso war der Treffpunkt eigentlich auf einer Baustelle? Auf einem Gebäude? Mit den Autos, die da irgendwie hochgekommen sind? Nichts in diesem Spiel fühlt sich so groß an, wie es sich die Entwickler wahrscheinlich vorgestellt haben. Egal wie viele Slow-Motion-Crashes und Explosionen sie eingebaut haben, mehr als ein paar Rennfahrer treiben Schabernack ist es nicht. Sie wurden abgezogen? Wie viele? Alle. Alle, Mann? Die erste richtige Mission in diesem Spiel beginnt damit, wie eine Million auf Rädern in die unterste Schublade eines Trucks geladen wird. Den wollen wir klauen. Man fährt diesem Truck hinterher, weicht gefährlichen roten Fässern aus der Dice-Fabrik aus, muss sich dann dicht an der Seite vom Truck halten, Jess entert ihn und fliegt aus der oberen Etage mit dem Auto heraus. Respekt, wie sie sich da reingequetscht haben muss. Mensch, da hatte sie sicher eine Menge Platz, um diese Flügeltüren zu öffnen. Ständige Kontinuitätsfehler in meinem Spiel entfernen? Ohne viel Gegenwehr fährt man nun wieder weg. Und in unter 10 Minuten ist diese Mission auch schon geschafft. Wir sehen uns in ein paar Stunden für die nächste. Den Truck rammen, um ihn zu öffnen, passiert in einer Zwischensequenz. Sich selbst neben dem Truck halten, um ihn zu entern, passiert in einer Zwischensequenz. Cool in mehrere Fahrzeuge reinrammen, Zwischensequenz. Über riesige Sprungschanzen springen, Cutscene, 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 Cutscene. Oder jemand springt einfach mal so in einen Helikopter hinein. Wow, könnte das cool sein. Aber auch das darfst du nicht machen. Es wird dir nur gezeigt, wie du es machen könntest, hätte das Spiel minimales Vertrauen in dich. Denn wenn ich eines hasse, dann ist es, etwas Cooles in einem Videospiel selbst machen zu müssen. Die vierte Mission des Spiels ist dann noch ein kurzes Rennturnier mit der Polizei dabei. Also nichts, was man nicht auch schon 20 Mal zuvor gesehen hat. Das letzte Rennen davon ist gleichzeitig auch noch das lustigste. Denn es ist das mit Abstand leichteste, was das gesamte Spiel zu bieten hat. Ich bin nicht mal sonderlich gut gefahren, doch hatte ich am Ende noch über eine Minute Vorsprung. Hier, ich blende es euch mal ein. Am Ende wird noch impliziert, dass diese Frau von einem Rudel Autos aufgefressen wird oder irgendwie sowas.
Und Payback endet auf einer wahnsinnig miesen Note. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Spiel hat insgesamt 4 Missionen. 4 Stück. Das war's. Das ist eindrucksvoll. So leicht auch der obligatorische Autounfallvergleich sein mag, so ist er nicht ganz fair. Hier will man nämlich weggucken. Mehr und bessere Rennmissionen findest du in einem Driver San Francisco oder vor allem in den Fahrmissionen eines GTAs. Auch ein schwaches Spiel wie Need for Speed The Run mit seinen 2 Stunden Laufzeit bietet abwechslungsreichere Abenteuer. Während kompletter Schrott wie Fast and Furious Showdown bei denselben Aufgaben weit interaktiver ist. Und hey, guck mal, ich hab das Rennen gewonnen. Ein Truck kapern? Zwar Müll, aber nicht nur eine Zwischensequenz. Minen von Fahrzeugen entfernen? Zwar Müll, aber nicht nur eine Zwischensequenz. Cops haben in diesem Spiel sogar ein Schadensmodell. Oh, jetzt für Atombombe will ich mich lächeln. Dabei hat Payback auch ein paar gute Stellen. Selbst wenn die Grafik die schreckliche Performance nicht rechtfertigt, so bietet die Welt doch ein paar sehr hübsche Shots. Der Tag-Nacht-Wechsel ist nicht mehr idiotisch in die Map gecodet, also zumindest nicht so richtig. Das Fahrverhalten wurde verbessert, es gibt mehr Event-Typen und ich bin nicht einmal durch die Map gefallen. Ich konnte einmal durch die Map gucken, aber das zählt nicht wirklich. Ja, ich mag sogar die Idee, mit mehreren Figuren unterwegs zu sein, die untereinander interagieren. Sowas kann einem Rennspiel eine Menge Persönlichkeit geben, wenn man es richtig anstellt. Man hat es nur nicht richtig angestellt. Du noch, Tyler? Ja, und ich bin stinksauer. Jess, der Typ kommt auf meine Liste. Okay, dann hätten wir Navarro für den Verrat an dir, Basile für den Verrat an dir und Mac, weil er dir damals sein Eis geklaut hat. Bestätige. Er hat mich verraten. Das ist so der einzige Spruch, bei dem ich grinsen musste. Und das auch nur, weil der so schlecht rübergebracht wurde. Darf mich verraten! Zurzeit versucht Ghost Games noch zu retten, was zu retten ist, da die Review-Scores ein Desaster waren. Jedoch machen sie im Moment nur gigantische Probleme kleiner, während fundamentale Fehler und idiotische Designentscheidungen weiterhin bleiben. Beispielsweise war Geld nie ein Problem, aber jetzt bekommst du auch fürs Versagen Geld. So erhältst du bei einer Niederlage und einer versemmelten Wette am Ende immer noch mehr Geld, als du verlierst. Man hat zwar viele Programmierer im Team, aber leider keinen einzigen Taschenrechner. Und die Wartezeit vom Tuning-Shop war am Anfang noch weit, weit länger als sie jetzt ist. Dabei ist es doch das Konzept an sich, welches nicht existieren sollte. Tun wir aber mal ganz kurz so, als könnte Ghost Games nun all den Bullshit komplett entfernen. Dann hätten wir ein Rennspiel, welches okay ist. Spielbar. Eine Erfahrung, die man in quasi jedem anderen Rennspiel auch haben kann. In den letzten Jahren hörte ich ständig den Spruch, das ist kein echtes Need for Speed mehr. Aber ich finde, doch. Leider ist das, was Ghost Games nun zum dritten Mal hintereinander gegen die Wand bretterte, so ziemlich genau die aktuelle Identität von Need for Speed. Auch wenn ich denke, dass ein Spiel mit Online-Zwang schlimmer ist als das hier. Need for Speed 2015 bleibt in meinen Augen das weit schlechtere Spiel. Falls ihr anderer Meinung sein solltet, dann versucht doch nochmal in circa 5 Jahren das Spiel zu spielen, wenn EA die Server abgeschaltet hat. Doch ich muss zugeben, das ist hier ein knapper Kampf, wer von den beiden nun den Bodensatz darstellt. Glaubt jetzt aber bitte nicht, dass Payback nur wegen den Microtransactions schlecht sein soll. Nein, nein, nein. Das ist nur die Kirsche auf deinem braunen Eisbecher. Denn es überzeugt mich völlig, mehr Geld für etwas zahlen zu müssen, weil es ja so schwer ist, das beschissenste Produkt möglich auf den Markt zu werfen. Natürlich zahle ich gleich bis zu 90 Euro für eine Version, in der nichts Interessantes drin ist. Dieses Spiel will 90 Euro kosten. Obwohl doch, eine Sache ist drin. Ein Missionspack, bei dem aber nicht steht, wann es rauskommen soll oder was drin sein soll oder ob es überhaupt schon drin ist oder sonst irgendetwas. Jemand hat im offiziellen Need for Speed Forum mal nachgefragt, was es damit auf sich hat. Und er bekam prompt eine Antwort von einem EA Community Manager, der es auch nicht weiß. Guter Service, direkt kaufen! Wer etwas Ähnliches haben möchte wie Payback, nur in besser, der sollte sich jedes andere Rennspiel jemals angucken. Oder EDF. Das hat auch coole Drifts, aber ein besseres Schadensmodell.
Hoffentlich sehen wir Ghost Games nie wieder. Und auch die Need for Speed Serie könnte man so langsam mal zu Grabe tragen. EA wird noch von der Staatsanwaltschaft hören, da Leichenschändung unter Strafe steht. Und ich höre jetzt auf mit den schlechten Witzen. Denn über Tote sollte man nicht lachen. Sieht aus, als wäre das Video zu Ende, Natalia. Jetzt versucht er auch noch witzig zu sein. Erbärmlich. Joch. Thank you.